Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ein Wort zu Mike Bischoff. Ob das gut ist, das stelle ich mal hier in Zweifel. Brandenburg, Frau Hackenschmidt, wir duzen uns nicht. Brandenburg soll nun das zweite Land neben Rheinland-Pfalz werden, in dem der Landtag in seiner Geschäftsordnung ein Lobbyregister implementiert. Die von Linke, SPD und CDU vorgeschlagene Lösung, über die wir hier im Hohen Haus diskutieren, kopiert das Lobbyregister von Rheinland-Pfalz und ergänzt es mit einem Beirat. Meine Damen und Herren, in den Beratungen mussten wir feststellen, dass der zunächst geplante große Wurf mannigfaltigen rechtlichen Bedenken begegnete. Der nun gefundene Minimalkonsens ist aber für uns Liberale genauso wenig zustimmungsfähig. Man schaue sich einmal das Lobbyregister in Mainz auf der Internetseite des dortigen Landtages an. Auf 52 Seiten haben sich 59 Verbände eingetragen. Von Verdi über den Weinbauverband bis hin zum Deutschen Automaten-Großhandelsverband. Letztere werden vielleicht von einigen hier im Raum als die bösen Lobbyisten angesehen. Dies in unberechtigter Weise. Nun stellt sich die Frage, welchen Vorteil hat solch ein in der Geschäftsordnung verankertes Lobbyregister? Erklärtes Ziel war die Schaffung von mehr Transparenz. Dieses Mehr schaffen wir aber nur sehr bedingt, denn alle Angaben, die von den Verbänden in das Register einzutragen sind, sind nahezu in allen Fällen bereits auf der Internetseite des jeweiligen Verbandes zu finden. Wer also profitiert vom Lobbyregister? Allein die Bürokratie. Alle uns aus zahlreichen Anhörungen bekannten Verbände sowie deren Vertreter müssen sich in ein Register eintragen, das auf der Internetseite des Landtages veröffentlicht wird. Natürlich ist es schön, eine Übersicht über die in Brandenburg und darüber hinaus praktizierenden Verbände zu gewinnen. Ein Who is Who der Verbände war aber nicht das Ziel. Ich frage mich auch, ist es wirklich sinnvoll, sich als Parlament bei der Benennung von Anzuhörenden einer Selbstbeschränkung zu unterwerfen? Denn künftig wird bei der Benennung von Anzuhörenden zuallererst der Blick ins Lobbyregister zu werfen sein. Hat sich der potenzielle Anzuhörende bereits eingetragen oder ist er dazu anzuhalten, damit seine sachliche Expertise Eingang in den parlamentarischen Beratungsprozess erlangen kann? Ob wir durch diese Praxis wirklich einen entscheidenden Schritt vorwärts zu mehr Transparenz machen, das bezweifle ich. Meine Damen und Herren, wir sollten erkennen, Brandenburg ist weder mit dem Bund noch mit Brüssel zu vergleichen. Kontakte zwischen Abgeordneten, Mitarbeitern der Fraktionen und Interessensvertretern sind auch nach der Installierung eines Lobbyregisters möglich und meiner Ansicht nach auch zwingend notwendig. Dass fachliche Beratung von Lobbyisten nicht zu ungefilterter Einflussnahme wird, obliegt uns Abgeordneten selbst in unserer Eigenverantwortung, meine Damen und Herren. Oder hält sich momentan in diesem Hohen Haus jemand allen Ernstes für bestechlich oder bestochen aufgrund des derzeit fehlenden Lobbyregisters? Ich bin auch weiterhin der Auffassung, dass hierbei die Diskussionsprozesse in den einzelnen Fraktionen und in der politischen Auseinandersetzung mit dem Mitwettbewerber als Qualitätskontrolle ausreichen. Aus diesem Grund lehnen wir die Schaffung eines Lobbyregisters für den Landtag Brandenburg ab. Ich danke Ihnen.